Servus, meine lieben Profis, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir machen heute wieder Live-Let's Play und ich habe auch festgestellt, dass wir das beim letzten Mal ein paar Folgen ein bisschen geruckelt haben. Dafür entschuldige ich mich ein bisschen. Ich habe ein bisschen was an den Einstellungen geändert. Ich hoffe, es ist besser, wenn es irgendwie auch im Stream ruckelt. Das geht nochmal an die Stream-Zuschauer. Dann gerne ab in den Chat schreiben, dann sehe ich das wenigstens und kann weiter daran arbeiten. Das wäre ganz cool. Weil auf Kritik kann man dann verbessern. Ich ja, gucke mir meine Folgen zwar auch an, um zu gucken, ob das alles passt, auch mit dem Ton und sonst was. Aber da konnte ich halt im Nachhinein nichts ändern und da gab es zwischendurch ein paar Ruckler, die auch jetzt nicht wirklich irgendwie in-game waren, sondern die waren wirklich von der Aufnahme. Deswegen habe ich da ein bisschen die Einstellung geändert. Musste die Bitrate ein bisschen runter machen und ich habe ein anderes Codieren genommen. Ich hoffe, es sieht immer noch genauso gut aus später in der Aufnahme. Aber das kann ich halt auch noch nicht jetzt sagen, sondern erst, wenn es soweit ist. So, jetzt wollte ich. Ich glaube, da oben, genau, da oben machen wir das Wasser wieder höher, damit wir da irgendwie rüberkommen, weil unser Ziel ist es, da hinten hinzukommen. Deswegen hatten wir in der letzten Folge die Plattform da unten hingeschoben und die erstmal befreit. Und deswegen wollen wir mal wieder hoch. Den Weg, den wir letztes Mal über 20 Minuten gesucht haben, den kennen wir ja jetzt, wenn wir nicht abstürzen. So. So. Hier hoch. Wenn man den Weg kennt, geht das eigentlich, ne? Und hier rüber. So, hier hoch, dahin. Und dann war das da quasi über die Ecke dahin springen. Ach, schön. Direkt beim ersten Versuch. Heute läuft's. Sollte ich nicht zu laut sagen. Jetzt müssen wir den ganzen Tank hier wieder mit Wasser füllen. Über diesen wunderknusprigen Hebel. Und dann sollte man eigentlich rüberkommen. Ich habe mal eben kurz doch noch eine Frage zwischendurch an den Chat. Der Bot hat jetzt eigentlich den Link zu meinem YouTube-Kanal gepostet. Seht ihr da gerade auch einfach nur drei Sternchen? Muss ich den Bot echt noch zum Mod machen, damit er Links posten darf? Ich glaube wohl. Ja, drei Sterne, okay. Gut. Ey, ist ja alles ein bisschen experimentell. So lange bin ich beim Stream auch noch nicht dabei. Erst recht nicht mit Aufnehmen und Bot. Der Bot ist quasi heute neu. Komme ich hier überhaupt raus? Das sieht so hoch aus. Habe ich mir gedacht. Warte mal. Hinten an der Wand komme ich aber nicht lang, ne? Ich guck mal eben, ob hier irgendwo so ein Aufstieg ist. Schön, da denkt man, man kennt den Weg und kommt doch an schwierig. Warte, nee, wir kommen ja über das, ja, Denkfehler. Wir haben ja hier die Plattform im Wasser, darüber komme ich jetzt auf jeden Fall hier raus. Die ist ja nicht ganz so hoch. Ja, mein Denkfehler. Ich dachte gerade, ich müsste noch einen anderen Weg finden, irgendwie da reinzukommen. Ich würde die Plattform aber gerne ein bisschen mittiger positionieren. Oh Mensch. Wir nehmen die Abkürzung unten drunter. Im Chat wird gerade geschrieben, sie kommt echt nicht die Kante da hoch. Nee, kommt sie tatsächlich nicht. Die ist zu hoch. Aber diese Plattform ist nicht zu hoch. So. Okay, hier haben wir nochmal einen neuen Kontrollpunkt, das ist gut. Warte mal, der Raum hatte ansonsten nichts. Ich guck mal gerne nach Medikits um, weil die werden wir brauchen. Die werden wir brauchen, aber hier lag jetzt nichts in den Ecken. Das wurde mir auf YouTube auch tatsächlich schon mal geschrieben, dass ich mich gerne mal ein bisschen mehr umgucken soll und nicht so hektisch hier durchspielen soll. Jo, was? Wo geht's hier plötzlich? Speedet hier einfach plötzlich durch, hä? Soll das so? Muss ich hier hin? Kontrollpunkt, scheinbar ja. Ich habe gerade ein bisschen Sorge gehabt, dass ich rechts und links irgendwas verpasst habe, weil das plötzlich so abging. Keine Gorilla oder Tiger oder Pumas oder Dinosaurier, die mich anfallen wollen? Nein, danke. Liegt ein Medi. Nee, das ist kein Medikit, das ist Munition, die ich
Scheinbar mehr als genug von habe. Cool. Ich muss ja sagen, ich bin so geizig mit der anderen Munition, ne? Ich habe alles an Munition voll, spiele aber trotzdem immer einfach nur mit den Waffen, wo ich unendlich Munition für habe. Doch einmal habe ich die Schrotflinte genommen, bei diesen Gorillas, bei den zwei Gorillas in dem Kolosseum, oder waren es drei? Weiß es nicht mehr ganz genau. Bin ein bisschen vorsichtig, weil es hier auch Unterwasserviecher gibt. Wir haben ja schon ein paar Krokodile sehr smart erledigt, bevor sie uns nervig werden konnten. Das sieht mir irgendwie ein bisschen nach Bosskampf aus. Hier so eine große Halle, alles frei. Will ich das? Ich glaube, ich will das nicht. Erinnert mich ein bisschen an den Bosskampf. Ich glaube, der Boss hieß Hydra bei Tomb Raider Legend. So, die komplette Kulisse ist ein bisschen ähnlich. Bisschen. Na gut. Was soll's? Gibt's hier wenigstens irgendwo nochmal einen Kontrollpunkt? Nein? Oh, das Rätsel fängt erstmal damit an, dass ich da irgendwie reinkommen muss. Vielleicht einfach mal anklopfen, vielleicht ist jemand da. Hallo? Nö. Keiner da. Da hinten ist irgendwas, aber ich wollte jetzt eigentlich gerade gerne erstmal hier gucken. Aber hier scheine ich auch nirgendwo wirklich hochzukommen. Dann gehen wir mal da hinten hin. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Was auch immer das ist. Aber hier in dem Wasser scheint ausnahmsweise mal nichts zu sein. Kann ich nicht aufnehmen. Kann ich auch nicht aufnehmen. Da liegt Munition. Ich kriege hier so viel Munition, das ist doch nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Aber da komme ich offensichtlich so direkt noch nicht rein. So, haben wir hier irgendwo. Da hier kein Vieh ist, was uns fressen möchte, kann ich mich in Ruhe mal umgucken. Das hier unten ist es einfach nur irgendwie. Okay, hier würde es hergehen, aber nicht mit so wenig Sauerstoff. Oh, das scheint halt auch irgendwie nur so ein Secret zu sein. Was ich jetzt mit meinem Leben bezahlen soll. Offensichtlich. Ja, okay. Lara, nicht sterben. Ja, halt durch. Junge. War das jetzt wirklich nur ein Secret? Komm schon. Das war doch jetzt nicht. Was kann ich damit machen? Objekte durchschalten, benutzen. Nein. Nein, okay, dann nicht. Okay, da unten war aber ansonsten nicht viel. Ich hatte hier oben auch wirklich nichts, was ich irgendwo benutzen konnte. Also ich werde die Tür von außen irgendwo aufmachen müssen. Ich hätte nirgendwo ein Ausrufezeichen, dass ich da jetzt hätte was benutzen können. Ich meine, vielleicht wird der Gegenstand nochmal wichtig. Ich weiß es nicht.
spannend. Ich hoffe nicht, dass ich vorhin bei dieser schnellen Passage wirklich irgendwas übersehen habe oder so. Ich meine, warte mal, wir kommen von da, glaube ich. Heißt, hier hätten wir auch noch mal was zum Reingucken. Nö, hier ist nichts zum Reingucken, das sieht einfach nur kacke aus. Das ist schön. Wir wurden einfach vom Spiel getrollt. Müssen wir doch hier irgendwo hochklettern, reingehen, whatever? Irgendwas mit den Statuen machen? Ich habe ein bisschen. Also ohne, dass ich jetzt was vorhersehen möchte, aber ich habe die Befürchtung, dass ich gegen diese beiden Centaur kämpfen muss. Und da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich noch nicht so wirklich. Oder siehst du dich da? Ne? Besser ist das. Komme ich hier? Ne. Da komme ich nicht hoch. Aber da werde ich mich wahrscheinlich sogar dran hangeln können, wenn ich da irgendwie hochkäme, aber ist nicht. Hier auch nicht. Okay, Tor kann man nicht aufmachen. Ich werde ja wohl irgendwas dann offensichtlich noch übersehen haben. Der Chat sagt, ich soll mich ins Feuer stellen und es ausmachen. Einfach auspinkeln. Du wirst lachen, aber auf die Idee bin ich auch schon gekommen, einfach sich jetzt da reinzustellen und es irgendwie so zu löschen. Aber ich dachte, nee, nee. Was haben wir hier? Okay, das ist auch einfach nur so eine Texturanomalie. Genau wie da unten. Ich glaube nicht, dass Lara Feuer so gut abkann. Aber ich komme da schon nicht mal hoch, also ist das schon mal falsch. Gibt es irgendwo was, was ich anschießen muss? Gibt es irgendwo was, was ich wegziehen, rausziehen muss? Mit dem Magnethaken? Irgendwie nicht. Bin ich ein bisschen überfragt. Grübel, grübel, schwer. Haben wir irgendwo noch was im Wasser? Wir gehen mal eine Runde schwimmen. Also wir gehen mal wirklich hier links lang und gucken uns eins zu eins an. Das ist hier, da haben wir vorhin das Secret hergeholt oder vielleicht ist ein Gegenstand, den wir vielleicht irgendwie brauchen. Ansonsten haben wir hier unter Wasser Felsen. Haben wir hier eine Plattform, wo wir hin können, wo Munition ist. Was mir das Gefühl gibt, dass das ein Bosskampf wird. Ne, ich meine, wir haben vorhin Munition gefunden, hier liegt Munition. Ich meine, ich bin voll, was Munition angeht. Das ist gut, das ist schon mal eine gute Grundbasis für einen Bosskampf. Aber. Oh, ist da noch was? Direkt geradeaus durch? Oh, das sieht so aus. Das sieht mir doch definitiv nach mehr aus. Aha. Guckst du mal, manchmal muss man auch einfach mal eine Runde schwimmen gehen.
Wieso bin ich jetzt fest davon ausgegangen, dass die Zentaur einfach lebendig werden? Ich würde aber trotzdem noch darauf wetten, dass wir entweder gegen beide Zentaur oder zumindest gegen einen Zentaur kämpfen müssen. Dass das so der Boss wird, den wir hier jetzt haben werden. Na komm, hier raus. Merkt, ich bin misstrauisch. Ich wurde schon so oft von irgendwelchen Wildtieren hier jetzt angefallen, die irgendwie ihren Weg hier in diese Gruften gefunden haben. Oh, Cutscene. Hier ruht der Gottkönig Teokar, einer des Dreigestirns, Hüter der drei Splitter des Sion. Führer der Auserwählten, der Atlantis nach dem großen Verrat auf immer in den Fluten versinken ließ. Immer eine gute Idee, ein Grab erstmal aufzumachen. Sehen Sie, Instinkt kann sehr teuer sein, Mademoiselle. In Ihrem Fall kostet er Sie beide Teile des Sion. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist lächerlich. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Doch, das ist er. Nein, fuck! Ich wurde einfach erschossen. Falsche Richtung. Hitman, ja, der ist so ein bisschen. Ich habe aber noch nicht bei ihm im Nacken geguckt. Passiert doch jetzt noch was. Komm, schnappt euch ihn. Andererseits, nehmen Sie's. Oh fuck. Chance. Oh fuck. Ich glaube, der ist hinüber. Hi auch. Ach, nett. Ah, jo, was ist denn hier los? Was? Was hätte ich machen sollen? Ich bin überfragt. Ich wurde einfach versteinert. Oder darf ich einfach nur nicht dafür sorgen, dass die pissig werden? Ich meine, das kann ich auch machen. Wenn das die Aufgabe ist. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Au. Au. Oh lol, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich. Halt auch nicht in die Flammen von den Rennen, ne? Gott. Mann! Junge. Ich werde so hops gehen. Ich habe den Bosskampf noch nicht so ganz verstanden, aber das ist okay. Ich wechsle mal die Waffe durch. Ich glaube, ich kann die halt mit meinen Waffen auch nicht so wirklich besiegen. Das war jetzt doof. Warte mal. Ich brauche eine kurze Denkpause, Leute. Ich brauche eine kurze Denkpause. Der eine hat ja gerade ziemlich viel Schaden gekriegt, wo die sich, glaube ich, gegenseitig mit diesen Feuerball, nenne ich es jetzt mal, abgeworfen haben. Und diese schwarzen Bereiche auf dem Boden
könnten vielleicht so Bereiche sein, wo ich die haben möchte. Die machen ja auch tatsächlich nicht viel Schaden mit einem Hit, nicht so wie der T-Rex damals, der einen ja irgendwie so mit zwei oder drei Hits komplett auseinandergenommen hat. Das machen die ja zum Glück nicht. Aber die sind halt anstrengend, weil sie so viel rumrennen. Okay, wir müssen uns da noch eine Strategie überlegen. Aber für diese Folge soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken und gerne Kommentare schreiben und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!